Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, die Vision der Ernte ist Thema dieser Präsentation. Sie werden erkennen, dass bei der Erklärung der Struktur der Offenbarung diese Vision eine zentrale Stellung einnimmt für die ersten zwei Drittel der Offenbarung. Weiters werden Sie sehen, dass die Struktur der Genesis die Grundlage für diese Vision darstellt. Und wesentlich ist, dass dieses alte jüdische Wissen, so wie es uns durch Beinred weitergegeben wurde, einen Schlüssel in die Hand gibt zum Verständnis der verwendeten Bilder, was Getreide betrifft, Wein und Blut. Wie Sie hier sehen, eine entscheidende Rolle, die bei der Weinernte eingenommen wird. Jesus war ein Jude und Johannes war tief verwurzelt in dieser jüdisch-prophetischen Tradition. Er hat seine Vision aus dem Hintergrund dieses alten jüdischen Wissens formuliert. Jedoch die Offenbarung in griechischer Sprache geschrieben. Daher ist sie für das Judentum nicht weiter von Interesse und dem Christentum ist dieses alte jüdische Wissen abhanden gekommen. Aus diesem Grund gibt es bis heute keine zufriedenstellende Erklärungen für die Offenbarung basierend auf diesem alten jüdischen Wissen, die ich hier heute liefern kann. Schauen Sie sich das an. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, diese Präsentation behandelt die Ernte in der Offenbarung des Johannes. Diese Vision werde ich mit folgenden Themen besprechen, und zwar zuerst die Struktur der Erntevision und dann die Struktur in der Offenbarung. Und dann, welche Früchte werden geerntet? Und aus dem alten jüdischen Wissen geht es dann um die Getreideernte und auch wieder über das alte jüdische Wissen hören Sie die Bedeutung der Trauben, des Weins, des Weinberges, des Weinstockes, Wein und Blutes. Also wesentliche Symbole, die im Neuen Testament verwendet werden. Abschließend werde ich über verborgene Hinweise aus dieser Vision sprechen. Wir beginnen mit der Struktur dieser Erntevision und ich lege zugrunde den zweiten Schöpfungsbericht in der Struktur, wie Sie das schon in der ersten Präsentation gesehen haben. Es gibt auch ein paar Hinweise, die man über den ersten Schöpfungsbericht erklären kann. Und hier sehen Sie diese Struktur, die bereits bekannte Struktur, diese Einteilung in drei Spalten, also zuerst eine rechte Spalte, dann eine linke Spalte und dann die mittlere Spalte. Und diese Vision beginnt mit einer bekannten Öffnung und ich sah. Und dann wird über den ersten Engel erzählt, der in der Himmelsmitte auftaucht und das ewige Evangelium den Bewohnern der Erde verkündet. Und es wird auch die Stunde des Gerichtes genannt. Im zweiten Schöpfungsbericht wird mit diesem Schöpfungsakt, mit dem ersten Schöpfungsakt, wird von der Erde gesprochen, wo Dampf aufsteigt, um die Erde zu befruchten. Hier geht es um die Befruchtung aus dem Evangelium, aus dieser frohen Botschaft. Als zweiten Akt, Schöpfungsakt, wird im zweiten Schöpfungsbericht der Mensch erschaffen. Hier sehen Sie jetzt, dass der zweite Engel sagt, gefallen ist Babylon. Dieses Statement ist hier eingerahmt und wir erinnern uns, bei der Darstellung des ersten Schöpfungsberichtes ist auch beim zweiten Schöpfungstag ein eingerahmtes Feld leer geblieben, da für den zweiten Schöpfungstag es nicht die Feststellung gab, die wir sonst mit jedem Schöpfungstag finden, und Gott sah, dass es gut war. Also hier wird das zu Fall gebracht oder als eben gefallen präsentiert, was eben letztlich nicht gut ist im Menschen. Und Babylon ist eine Ausprägung im Menschen. Und Babylon gab den Völkern den Wein der Leidenschaft zu trinken und hat sie damit verführt. Also hier tritt das erste Mal der Wein auf und dann in der Mitte des Lebens, beim dritten Engel, wird in zwei Themen diese Verführung durch das Tier besprochen. Also auf der einen Seite jene Menschen, die das Tier, das Standbild des Tieres anbeten und dieses
Zeichen auf der Stirn und auf der Hand tragen. Also hier hintergründig geht es um die 666. Wie schon in der fünften Präsentation über die drei großen Rätsel erklärt. Und alle, die diesem Tier sich unterwerfen, bekommen den Wein des Zornes Gottes unverdünnt eingeschenkt und werden mit Feuer und Schwefel geplagt und haben Tag und Nacht keine Ruhe. Dann folgt die zweite Ausprägung oder die ist ein Äquivalent der zweiten Schöpfungstat. Es wird besprochen, was jene, die nicht diesem Standbild des Tieres folgen, erwartet. Und hier wird über die Standhaftigkeit der Heiligen gesprochen und die Seligen, die im Namen des Herrn getötet werden. Und damit ist einmal der erste Teil dieser Vision beendet, denn der zweite Teil beginnt, und ich sah. Und jetzt beginnt eigentlich die Beschreibung der Ernte. Und das beginnt mit dem Menschensohn gleichen, der auf einer Wolke sitzt und eine goldene Krone trägt und auch eine scharfe Sichel in der Hand hält. Dann wird gewechselt auf einen Engel, der aus dem Tempel kam und der rief, schicke deine Sichel, denn die Zeit ist gekommen, gedörrt ist die Ernte. Im zweiten Schöpfungsbericht erfahren wir, an dieser Stelle, dass Adam in den Garten Eden gesetzt wird, um den Garten Eden zu bepflanzen. Also auch wenn wir nicht Eden bepflanzen, aber hier geht es um das, was wir im Leben gepflanzt haben. Und der Aufruf oder diese Stellungnahme geht zurück an den Menschensohn gleichen, eine Sache, die wir bisher noch nicht und nicht weiter in der Offenbarung finden, dass es eine Rückbezüglichkeit gibt und der Menschensohn gleiche wirft die Sichel auf die Erde und die Erde wird abgeerntet. An dieser Stelle ist im zweiten Schöpfungsbericht die Rede davon, dass der Fluss, der aus dem Garten Eden tritt, aufgeteilt wird in vier Flüsse. Mit dem Auftreten des Menschensohngleichen geht es natürlich wieder darum, diese Vierheit wieder zur Einheit zu führen. Hier sitzt der Menschensohngleiche entsprechend für Jesus auf einer Wolke für dieses Wasser, das noch nicht zur Erde geregnet hat, um den einen Fluss zu erzeugen. Dann lesen wir weiter, aus dem Tempel tritt ein Engel mit einer scharfen Sichel. Und daraufhin tritt ein anderer Engel vom Altar, der die Macht hat über das Feuer, und der rief, schicke deine Sichel, denn reif sind deine Beeren. Und hier gibt es wieder eine Rückbezüglichkeit, dass dieser Engel ruft zu dem vorhergehenden Engel. Und wenn Sie sich fragen, jetzt wird mit der Sichel geerntet, auf der einen Seite das Getreide und hier jetzt der Wein, hier die alten Formen, die ähnlich der Hippe sind, diesen Winzermesser oder eben römische Erntewerkzeuge, die auch als Hau- und als Laubmesser bekannt sind. Und dieser Engel wirft die scharfe Sichel oder schleudert oder legt sie auf die Erde und erntet den Weinstock und warf die Trauben in den Kelter, getreten wurde der Kelter. Und hier sehen wir wieder vier Einzelarbeitsschritte, die in Entsprechungen darstellen zu den vier Schöpfungstaten, die am sechsten Tag erzählt werden. Und heraus kam Blut. 1600 Stadien und den Pferden reicht das Blut bis an den Zügel. Also hier diese Rückbezüglichkeit ergibt letztlich ein Kreuz, auch wenn das Kreuz erst ein späteres Symbol ist im frühen Christentum und vorher eben Brot und Kelch und Fischen von den frühen Christen verwendet wurde, ist das eben eine Darstellung, die diese Rückbezüglichkeit mit sich bringt. Und hier ein paar Bilder. Hier Sie sehen immer auf den Bildern dann die Jahreszahl und den Künstler, hier die Gerichtsankündigung von Vögel, ich werde sie nicht weiter dann nennen. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich diese Texte an. Sie können das im Internet dann auch finden. Aber dieses junge Bild zeigt eben diese Gerichtsankündigung in der Finsternis. In der jüdischen Mystik wissen wir, dass das Leben auf dieser Welt die Nachtwelt ist. Auch wenn jetzt dieser
Künstler das jetzt nicht unbedingt gedacht hatte. Dann eine der ältesten Darstellungen im Jahrtausend sehen Sie wieder die zwei Engel, Jesus oder den Menschensohn gleichen und Johannes und die Getreide- und Weinernte. Hier wieder die Engel, die Ernte und die Kelter, die getreten werden und das Blut, das herauskommt vor den Toren der Stadt. Eine andere Darstellung, die Ott-Heinrich-Bibel, zuerst ein Teil noch aus dieser Vision bei Zion und hier die Erntevision mit der Ernte. Eine Darstellung aus der Zwingli-Bibel und hier eine weitere Darstellung aus Matthias Gerung und abschließend eine Darstellung aus dem Jahr 1555. Wieder mit Ernte des Getreides und des Weines. Wir wechseln zu den Früchten. Und welche Früchte werden geerntet? Wir kennen aus dem Alten Testament eine Aufzählung von 7 Früchten aus dem 5. Buch Mose. Und hier werden diese Früchte eingetragen in die Struktur der Genesis. Also die erste Frucht, das ist der Weizen und er steht eben für das Wissen. Die zweite Frucht, Gerste, werden wir auch dann besprechen. Und die dritte Frucht, das ist der Wein. Und der Wein ist bei der Ernte die einzige Frucht, die tatsächlich eben genannt wird. Die anderen lassen sich nur indirekt darauf schließen, durch die Ernte mit der Sichel. Die folgenden Früchte, die nicht genannt sind, die Feigen, der Granatapfel, die Olive und eben die Honigdattel. Eine mögliche Erklärung, warum hier nur diese erste Gruppe der Früchte genannt wird, ist, wir befinden uns in der Erzählung der Offenbarung im Bereich, der dominiert wird durch den Baum des Wissens und mit dem Baum des Wissens leben wir in der halben Zeit, wie auch schon in einer eigenen Präsentation, in der vierten Präsentation über die halbe Zeit gebracht wurde. Und wo finden wir diese Vision der Ernte? In der Offenbarung. Hier sehen Sie die einzelnen Szenen der Offenbarung. Es beginnt mit dem Prolog, dann mit den Gemeindebriefen, also Vision von Thron und Lamm und dann den sieben Siegel. Hier farblich unterschieden. Dieser farbliche Bereich unterscheidet jetzt Visionen, die aus dem Ewigen stammen oder das Ewige, Gültige transportieren und die Visionen, die eigentlich diese in Violett gehaltenen Visionen zeigen, die Konflikte, die wir im Leben haben, wenn wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Es folgt dann die letzte Gruppe der Visionen und die stehen unter dem Vorzeichen vom Baum des Lebens. Selbst die Gemeindebriefe mit diesen Gemeinden, da hier gibt es immer den Aufruf umzukehren. Also auch hier ist es so, wie wir im Leben eigentlich permanent durch den Baum des Wissens versucht werden. Erst wenn wir dem Baum des Wissens den Rücken zukehren, ändert sich die Welt für uns. Ein wesentliches Ereignis auch in der Offenbarung ist, dass genau in der Mitte nach 202 Versen in die eine Richtung und in die andere Richtung, hier sehen Sie die Versbeginne, also in vertikaler Richtung, die dann abgeschnitten sind. Genau in der Mitte nach der Geburt des Kindes durch die Sonnenfrau entflammt dieser Krieg im Himmel und der Drache wird zur Erde geschleudert. Und danach treten dann die zwei Tiere auf und dann beginnt die Vision von Zion und die Ernte, hier in Rot eingetragen, eben durch dieses Blut. Anschließend die 7-Schalen-Vision. Und hier sehen Sie dann ein Haar, hier kommt das einzige Mal zur Nennung von Harmagedon. Nun, mit dieser grünen Trennlinie sehen Sie diesen Unterschied, dass in zwei Drittel, die ersten zwei Drittel repräsentieren den Baum des Wissens und das letzte Drittel den Baum des Lebens. Hier haben wir ein Verhältnis zwischen 2:1, also die 1 steht wieder für die Einheit, wo eben die Szenen aus dem Gesichtspunkt des Baumes des Lebens beschrieben werden. Auch hier gibt es ein Gericht und Harmagedon ist eingetragen bei diesen zwei Schlachten,
wo Exegeten auch diese Schlacht mit Armageddon in Verbindung bringen. Abschließend möchte ich noch zu dieser Darstellung darauf hinweisen, das ist Thema meines Buches auf der einen Seite durch die Vorträge von Friedrich Weinreb, wo er dieses alte jüdische Wissen in diese Offenbarung einbringt. Und ich gehe dann auf die genauen Merkmale ein, wo wir die Parallelen zur Genesis in der Offenbarung finden. Wir gehen zur Getreideernte weiter und hier wird nun altes jüdisches Wissen weitergegeben und somit Zitate aus Friedrich Weinreb, die ich hier vorlese. Also nach jüdischer Überlieferung wird zuerst die zweite Frucht, die Gerste und dann die erste Frucht der Weizen geerntet. Wofür steht die Gerste? Man erntet also jetzt das Baumaterial für das Tier. Und das Tier steht für unseren Körper und es gibt auch einen jenseitigen Körper. Und dafür wird jetzt die Gerste geerntet. Es ist die Zeit, in der eigentlich der Körper des Menschen geschnitten wird. In jedem Augenblick findet es statt, denn in jedem Augenblick wird das Vorhergehende geschnitten. Ich habe schon in den vorherigen Präsentationen darauf hingewiesen, auch wir bringen permanent die Ernte für das neue Jerusalem ein. Die Dinge, die auch im Ewigen noch Gültigkeit haben, also alles, was ohne Absicht und aus Liebe entsteht, geht als Baumaterial oder für das ewige, für das heilige oder neue Jerusalem ein. Nun, über den Weizen lesen wir aus dem alten jüdischen Wissen, es darf nur ungesäuertes Brot im Haus sein. Das ist eine Szene, die Sie kennen beim Auszug aus Ägypten im Alten Testament. 7 Tage vor dem Auszug muss eben das Haus, also das ist ein Bild für unsere Welt, in der wir leben, dieses ungesäuerte Brot darf eben nichts mehr davon übrig sein. Alles, was die Erkenntnis aufbläht, also unsere geistige Haltung, in die Vielheit treibt, wie es der Sauerteig eben tut, die Hefe mit dem Weizenmehl tut, verhindert die Befreiung aus der Knechtschaft, also aus der Knechtschaft von Ägypten, ein Bild für die Knechtschaft in der Zweiheit. Nach der Bibel geschieht dieses Schneiden von Gerste und Weizen ausschließlich in der anderen Welt. Und das ist zu betonen. Warum wird nichts durch den fünften Engel geerntet auf der linken Seite? Bei dieser entsprechenden Zuordnung der Vision zur Struktur der Genesis. Und wir selbst erleben auf der linken Seite das Vergängliche, die Zeit der Ernte. Und das ist die einzige Stelle, wo auch das Wort Zeit genannt wird. Und hier ist es eben möglich, diese Ernte letztlich zu prüfen. Rechts ist der Menschensohn gleiche, der erntet das ewig Gültige. Aus unseren Handlungen das ewig Beständige, beziehungsweise wird auch durch seine Person alles letztlich wieder zurück zur Einheit geführt. In der Mitte des Lebens, also in diesen mittleren Spalte, geht es bei der Weinernte um unser Wirken und Tun im Hinblick auf das Ewige. Also auch hier wieder, in welcher Hinsicht nehmen wir den Wein zu uns als Rausch oder zur Heiligung. Hier sehen Sie Darstellungen über Wandteppiche aus der Apokalypse. Also hier ist die Szene der Ernte. Dann wieder vom Meister Bertram. Und auch eine Darstellung leider in Schwarz-Weiß vom Athos-Kloster. Also hier Szenen der Ernte. Und eine junge Darstellung dieser Ernte aus dem Jahr 1978. Nun, aus dem alten jüdischen Wissen erfahren wir über Traum, Wein und Weinberg Folgendes. Die Trauben, die zu Wein gemacht werden, heißen Anavim. Hier dann in dieser eckigen Klammer das hebräische Wort und anstelle der hebräischen Buchstaben die Zahlenwerte dieser Buchstaben. Und diese Zahlenwerte ergeben den Wert 172. Und 172 ist zugleich auch die Zahl eines anderen hebräischen Wortes, Ekev, das für Alternative steht.
Auch die 10 Worte oder beziehungsweise die 10 Gebote, wie wir sie kennen, bestehen darum auch aus 172 Wörtern, weil sie stets auf die Stellung des Menschen hinweisen, der die Wahl hat, ja wählen muss. Und daher, aus dem alten jüdischen Wissen, wird der Wein als dritte Frucht einer besonderen Eigenschaft zugeordnet. Also dieser dritte Wein zeigt, wie der dritte Schöpfungstag mit den zwei Schöpfungsakten die Charakteristik des Sternbildes des Zwilling. Der Wein kann zum Rausch und wie schon eben auch angedeutet oder zur Heiligung verwendet werden, so Weinrebe. Aus der gepressten Traube wird der Wein, hebräisch Jain, mit dem Wert 70. 70 aber ist die Vielheit im Menschlichen. Mit diesen 70 kann man den Rausch der Vielheit anheimfallen, im Gewimmel untergehen, indem man sich selbst mit einer nicht bestehenden dämonischen Welt betrügt. Dann die zwei weiteren Begriffe Feld und Weinberg, das sind Orte oder der Ort unseres Lebens. Neben dem Weizen und der Gerste finden sich auf dem Feld auch die anderen Früchte. Nur der Wein kommt aus einem besonderen Stück Boden, dem hebräischen Wort Kerem. Und wenn man diese Buchstaben zusammenzählt, dann dort wächst jenes heran, was sich uns als Zweiheit, als Alternative offenbart. Und dann bekommt man eben diese Zahl 260. Die 260 in Kerem verweisen den Weinberg also in den Bereich der wesentlichen Zahl 26, da 26 der unaussprechbare Name Gottes ist, auf den wir noch zu sprechen kommen. Und auch hier kann man ihn getrennt sehen oder ihn verbunden, wo die zwei Teile miteinander verbunden sind, aus diesem Namen, auf den wir noch zu sprechen kommen. Dann über den Weinstock erfahren wir aus dem alten jüdischen Wissen. Das Lob an Gott gilt aber nicht für den Wein, sondern für den Weinstock im hebräischen Gefen. Und eben auch Jesus Christus bezeichnet sich als Weinstock, dass er der Weinstock ist. Dieses Wort hat die bekannte Struktur, die wir von den Worten für Schlange, Fallen, also dieses Wort für Fallen und für Seele schon kennen, die Weinrebin in seinem Buch vorher beschrieben hat. Und eben abstrahiert auf die Zahlen, auf die einstelligen Zahlen sind diese Wörter Schlange, Fallen und Seele mit den Buchstaben 583 gebildet. Und somit sehen wir, das ist die umgekehrte Reihenfolge, also von Weinstock 385. Beim Wein aus der Frucht des Weinstocks gepresst besteht nämlich die Möglichkeit zu fallen, der Schlange, der Nefesh im Hebräischen, dem Gesetz hörig zu werden. Dann bringt der Wein hier Rausch bis zur Trunkenheit. Man kann also den Wein auch heiligen, das heißt ihn wie das ungesäuerte Brot bescheiden genießen. Dann erfreut der Wein das Herz des Menschen. Nach Naturgesetz, also wenn wir von der Schlange verführt werden, nach dem Baum des Wissens entsprechend, sollte er fortwährend im Rausch leben müssen. Gemeint ist jede Art Rausch, Studium, Wissenschaft, Geld, Erotik, Nikotin, Sport und vieles mehr. Der Mensch, heißt es, kann die Wohnung Gottes nicht betreten, also in sich die Einheit wahrnehmen, wenn er im Rausch ist. Jede religiöse Handlung, es sei in Gedanken oder im Tun, soll also nicht im Rausch geschehen. Nicht die Erregung des Fanatismus, also der Rausch der Machtausbreitung, der Gegnerbekämpfung. Der Wein, also jetzt wechseln wir zum Wein und dem Begriff des Blutes. Noch vorangestellt möchte ich darauf hinweisen, dass Adam, wenn man von dem Wort Adam mit der Bedeutung ich gleiche Gott, also der Gott gleiche, den ersten Buchstaben, das alles weglässt, so bekommen wir das Wort Blut. Und hier gibt es eine positive Darstellung. Der Wein, mein Blut des Bundes, für viele vergossen zur Vergebung der Sünden, wie wir aus dem Abendmahl durch Jesus auch kennen. Blut ist im Hebräischen Dam mit diesem Buchstaben 44 geschrieben und steht in Beziehung zum Wort Dome, wo eben auch noch der fünfte Buchstabe, das He, neben diesen Dalet und Mem dran gehängt sind. Und dieses Wort bedeutet gleichen. Das Blut ist eben das Gleichnis Gottes, in dem der Mensch gemacht wird.
Blutvergießen ist also dem Menschen sein Gleichnis Gottes zur Erde verderben. Er wird zum Beispiel nur als anthropologisches Wesen gesehen, abstammend von pflanzlichen oder tierischen Zellen. Das Beschämen eines Menschen heißt im Hebräischen sein Blutvergießen, denn man entreißt ihm damit seine Gottähnlichkeit. Hier wieder Darstellungen, hier ist Wandteppich, diese Ernte, wo aus dem Traum Blut fließt. Auch hier sehen wir diese Ernte, wo das Blut eben bis zu den Zügeln der Pferde zu erkennen ist. Eine andere Darstellung mit einer eher grauenhaften Perspektive, aber unter dem Gesichtspunkt dieser altjüdischen Weisheit kann man sich hier vergegenwärtigen, dass in dem Moment, wo wir von Adam diese Aleph, diese Einheit wegnehmen in unserem Leben, dann werden wir zu Blut. Und hier eine etwas märchenhafte Darstellung dieser Ernte zum Abschluss. Verborgene Hinweise in dieser Vision. Also die ersten drei Engel zeigen das Grundprinzip, also dieses Befruchten der Erde durch dieses Evangelium. Beim zweiten Engel die Vernichtung der gegenströmenden Kräfte, also in dem Fall Babylons. Und in der Mitte eben diese zwei Seiten des Weines und wie sie eben letztlich behandelt werden. Und für die folgenden Engel gibt es im Gegensatz zu den ersten drei Engeln, wo klar gezählt wird, wo es dann um die Ernte geht, keine Zählung. Es ist also sehr schwierig auch nachzuvollziehen, welcher Engel gerade was tut und von welchem Engel gesprochen wird. Und hier wird deutlich gemacht, das Gericht ist keine Aufrechnung und keine Zählung. Und die Ernte erfolgt durch den Menschensohn, der an vierter Stelle auftritt, und dem Engel, der an sechster Stelle ist. Und diese beiden zusammen ergeben den Wert 10. Und das heißt, in dieser Ernte geht es letztlich auch um die Einheit in unserem Leben, so wie auch die 10 Gebote auch eine Einheit darstellen. Dann die Anweisung und Prüfung zur Ernte erfolgt durch den fünften und durch den siebten Engel. Und das gibt den Zahlenwert 12. Und 12 steht, wie wir auch schon öfters darauf hingewiesen haben, für unseren Raum und Zeit. Also der Raum und Zeit ergibt letztlich die Prüfung und den Zeitpunkt der Ernte. Geerntet werden die ersten drei Früchte und das ergibt den Wert 6. Der sechste hebräische Buchstabe, die Waff, steht für den Menschen, aber auch für den Haken, der in den unaussprechbaren Namen Gottes, JHWH, also mit dem Buchstaben 10565, diese beiden zerbrochenen Teile eben verbindet. Das ist auch die Aufgabe des Menschen. Und bei diesen genannten Hinweisen ist bisher die 5 nicht aufgetreten. Und wofür steht die 5 eigentlich? Und der fünfte Buchstabe, die He, hat so ein Fenster, wie Sie hier sehen. Die He, die eine Verbindung zur Außenwelt, zum Ewigen darstellen. Und es gibt eine Geschichte aus dem Alten Testament, die Sie wahrscheinlich schon gehört haben, wo im Abraham oder Gott mit Abraham spricht, er unterbreitet ihm, dass er einen Bund mit ihm schließen wird, indem er einen Sohn ihm schenken wird. Abraham ist zu diesem Zeitpunkt 99 Jahre alt. Und wie er das hört, lacht Abraham und sagt, wie ich soll mit 100 Jahren einen Sohn bekommen und meine Frau ist dann 90 Jahre alt, wie soll das gehen? Und letztlich kommt der Isaac zur Welt und der Name Isaac bedeutet auch, es ist zum Lachen oder zum Lachen. Und Gott spricht dann und sagt, du wirst einen neuen Namen erhalten, den aus dieser Frucht, aus Isaac, kommen die 12 Stämme Israels und eben viele Könige und du wirst Abraham heißen und er fügt damit diesen Buchstaben, diesen fünften Buchstaben ein und Sarai wird Sarah heißen und sie wird damit Fürstin werden. Es gibt auch viele Könige, die aus diesem Geschlecht hervorgehen. Und dieser fünfte Buchstabe ist sozusagen die permanente Verbindung dieser 4 plus 1, dieses materiellen
mit der Einheit, also dieser Materie mit der Einheit. Die Beziehung zur Einheit und diese Beziehung dieser Materie zum Ewigen ist wesentlich. Und das ist das, was bei der Ernte fehlt. Und daher wird Blut geerntet. Also das heißt, die Einheit fehlt. Und diese 1600 Stadien sind so zu erklären, es gibt diesen letzten Buchstaben in dem hebräischen Alphabet, der den Zahlenwert 400 hat. Und 400 ist die maximale Ausdehnung in unserer Welt. Dieses Buchstabe darf hat diesen Wert 400 und die Materie, die 4 multipliziert mit 400, also die maximale Ausprägung in unserer Welt, ergibt 1600 Stadien. Das Blut reicht bis zu den Zügeln der Pferde, bis dort, wo wir meinen, die Pferde im Griff zu haben. Eben jene Tiere, die nur in Ägypten, also in der Knechtschaft der Zweiheit, verwendet werden. Und damit zeigt es, wie sehr wir eben dieser Knechtschaft der Zweiheit unterliegen. Und denn der Baum des Lebens, der jenseits dieser Dimensionen steht, von denen wir jetzt sprechen, von der 400, hat einen Umfang nach dem alten jüdischen Wissen mit dem Wert 500. Also die Einheit fehlt dieser Ernte und diesem Leben. Mit dem Vorzeichen der Baum der Erkenntnis. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Sie finden abschließend noch die verwendeten Literatur, die abgekürzten Zitate und die hier gezeigten Bilder und mein zitiertes Buch und die Facebook-Gruppe und die E-Mail-Adresse, sollte es Fragen geben. Danke für die Aufmerksamkeit.